fragen. Da könnte sie auch auf Deutsch reinschreiben. Wir kriegen die auch übersetzt, bis sie gefragt werden. Ist ein wunderschöner Titel. Emoji-Domains und warum sie so kaputt sind von einer wunderbaren Person, Genoir, die eine Webentwicklerin ist und sie heißt Unicorn. Hier ist ein Einhorn. Genova, erzähl uns alles über die Namen, Emojis und warum sie so komplett kaputt sind. Ja, vielen Dank. Genau. Ich werde über diese wundervollen, kaputten Dinger reden und der Vortrag wird so sein. Ich werde über die Informationen darüber geben, wie wo sie herkommen, was sie sind und dann werde ich mit meiner Erfahrung reden, wie sie was kaputt machen. Lass uns mit der Geschichte anfangen. Es wurde 1987 standardisiert mit einem sehr limitierten Zeichensatz. Also nur normale Buchstaben und Zahlen und vier Sondercharaktere sind erlaubt. Die reichen nicht aus für alle Sprachen und nicht nur in Europa werden, es geht eigentlich nur um die englische Sprache. Und es war klar, dass sie nicht ausreichen würden. Das heißt, in 1996 gab es eine Idee, internationalisierte Domain Names zu ermöglichen. Das Ziel war, nicht offiziell zu unterstützte Zeichen in dieses kleine Charakter zu übersetzen, dass sie einfach vom Browser richtig oder mit dem anderen angezeigt werden können. Das, woher das jetzt, wann das jetzt benutzt wurde, wann es zum ersten Mal eingesetzt wurde, ist unklar. 2003 war es erlaubt, aber 2001 wurden die ersten erlaubt. Das Interessante ist, dass 2001 noch nicht Smileys zum Beispiel nicht Teil vom Unicode waren. Und sie benutzen da Sachen, die sowohl Unicode besondere Charaktere sind. Sie waren am Anfang keine Emoji-Domains, aber inzwischen sind sie es. Damals waren sie nur Piktogramme. Ich konnte nicht herausfinden, ob diese Domains wirklich aufgelöst wurden damals oder ob das einfach nur jemand war, der einfach mal ein paar Sachen gekauft hat, um zu schauen, ob sie eventuell irgendwann mal erfolgreich werden. In 2003 wurde es auch noch normalisiert. Das ist aber nicht so interessant, weil wir uns hauptsächlich auf die Emojis anschauen wollen. IDNA 2008 entfernte wieder die Emojis von den meisten TLDs, also großen Domain-Name-Namen, weil Charaktere ähnlich aussehen können wie andere. Und das heißt, wenn man so, zum Beispiel gab es Landesfahnen, die verboten wurden und die meisten Top-Level-Domains verbieten diese Top-Level-Domains wie .de oder .org oder .com. In 2020 wurde die Emoji 13 Standard ein Transgender Pride Flag Emoji hinzugefügt. So, was ist dieses Puny Code Encoding von den Charakteren? Es ist ein nicht menschenlesbarer Encodieren von Unicode Charakteren. Also zum Beispiel dieses Zeichen würde zu XN-C8H übersetzt werden. Das ist, würde man natürlich nicht eintippen, aber der Browser macht das. Der DNS wurde überhaupt nicht verändert, aber der Browser wurde ein bisschen geändert. Entweder intransparent oder transparent werden die übersetzt. Im Firefox werden diese Phishing-Angriffe
wird zum Beispiel mitigiert. Man kann Emojis eingeben an andere Charaktere, aber sobald man sie eingibt, wird die URL diese hässliche Domain anzeigen. Safari macht es nicht transparent, das heißt, man weiß nicht genau, wie der Name im Punycode geschrieben wird. Und unterschiedliche Hauptdomains machen nur gewisse Charaktere. Noch eine spannende Sache ist, IDNA 2008 wurde in 2010 veröffentlicht, was ein bisschen komisch ist, aber ja. Unterschiedliche Hauptsprachen erlauben es nicht, aber es gibt ein paar, die Emojis als Emoji-Support als Haupt-Support-Ding haben. Das heißt, es sind Domains, die nur von Leuten benutzt werden, die Emojis benutzen wollen. Also, warum habe ich damit Sachen kaputt gemacht? In Anfang 2021 war ich arbeitslos und habe nach interessanten Wegen gesucht, die mich aufmerksam zu machen. Ich wusste, dass es Emoji-Domains gibt, aber ich wusste auch nicht, wie sie funktionieren. Und ich fand es schön, dass es dieses Transgender-Pride-Emoji gibt. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwie, vielleicht ist es gut, so eine Domain zu haben, die dieses Emoji unterstützt. Und lasst es uns mal eine Domain damit registrieren. Naja, das scheint schwieriger zu sein, weil diese Domains, obwohl man sie nie sieht, anscheinend alle ausverkauft sind. Nichts, was ich ausprobiert habe, hat funktioniert und das Webinterface ist auch ein bisschen kaputt. Aber ein bisschen mehr darüber später. Keins dieser Domains existieren. Namecheap unterstützt auch Emojis nicht, selbst wenn die Top-Level-Domain sie unterstützt. Also musste ich zu einem anderen Registrar gehen. Es war nervig, weil ich mag eigentlich alles in einem Platz haben, aber ja. Ein paar Monate später bin ich jetzt ein stolzer Besitzer von dieser Domain. Ich glaube das zumindest. Also habe ich eine kleine Webseite erstellt und habe sie veröffentlicht auf meinem Server und ich habe sie getestet und was? Mein Server ist normalerweise nicht so langsam. Timeout. Der Router sieht in Ordnung aus. Mein Reverse Proxy macht auch alles. Und nochmal ausprobieren. Und nach einer langen Zeit habe ich diesen Fehlermeldung bekommen. Also tut uns leid, diese Domain ist nicht valide. Auch hier zeigt es die Fahne nicht mehr richtig an. Und es kann sein, dass einfach die Schriftart das nicht unterstützt. Das ist eine moderne Sache. Ich war natürlich ein bisschen Angst. Ich habe da 10 Euro für irgendwas investiert und ich wusste nicht, wann ich ein stabiles Einkommen wieder haben würde. Und ich habe das gemacht, um einen neuen Job zu bekommen. Und in Deutschland ist es teilweise schwer, die Arbeitslosenbezüge zu bekommen. Also ich hatte ein bisschen Angst. Aber GoDaddy hat mich nicht betrogen, weil wenn man diese Charaktere hier unten, die angeblich ungültig sind, einträgt, dann kommt es bei meinem Server an. Und als ich das GoDaddy Webinterface angeschaut habe, dann hat es auch diese Charaktere gezeigt. Und das ist aber nicht die Domain, die ich dachte, die ich gekauft hätte, weil ich ein anderes Unicode-Charakter eingegeben habe. Es ist nicht nur das Webinterface, was es nicht supportet. Und das ist aufgrund der in breitenlosen Joiner. Also die diversen zum Beispiel Plugins sind aus mehreren anderen Codebooks zusammengesetzt. Die Transplight-Weg ist
ist also eine, ist halt zusammengesetzt aus mehreren Zeilen einem Steroid Joiner. Das wird aber da nicht unterstützt. Das heißt, sie werden jetzt in der Konvertierung nicht unterstützt. Also, aber das ist nicht alles. Ich hatte immer noch dieses Projekt hier. Ich wollte immer noch eine Emoji-Domain haben, aber allmählich wurde die Sache interessant. Das heißt, ich wollte mal gucken, was ich noch alles kaputt machen kann. Da ich nicht noch mehr Geld da reinschießen wollte, habe ich alle weiteren Tests in Subdomains gemacht. Das war eine. Das Gute ist, ich kann sie an jedem beliebigen Registrar registrieren und ich kann also so ziemlich alles registrieren, was ich möchte. Ich kann sogar Dinge registrieren, die in der jeweiligen TLD nicht erlaubt sind. Und also lass uns mal angucken, was die ganzen Browser bei so etwas tun. Also ich habe also die Subdomain transgenderprideflag.dysphoric.dev registriert. Firefox convert jetzt zu diesem hier, LUE. Chromium erstellt daraus einen anderen String daraus. Und beide sind allerdings kein valider Punycode hier. Trotzdem werden beide von den Browsern verstanden und geroutet. Also beide arbeiten im Prinzip. Wenn ihr also jetzt DICT benutzt, also ein Kommandozeilen-Tool, um Domain-Records nachzuschauen, also als erstes macht es keinerlei Punycode-Konvertierung. Das heißt, ich muss also diese Strings gucken, die meinen Browser erstellt haben. Und es hat also herausgegeben, dass es kein legaler IDE 2008 Name. Und ich habe da also den ersten und den zweiten dann einzeln durchgeschickt. Und nachdem ich also beide zugefügt habe, habe ich dann tatsächlich korrekte Ergebnisse bekommen. Und das nächste, was ich also überlegt hatte, ist, wenn ich also meine Domain an einen nicht unterstützten Registrar verschieben, denn der Namecheap erlaubt keine .bs-Emoji-Domains überhaupt. Das hat also das. Ich hatte überlegt, an das Support-Team zu schreiben, Webinterface allerdings dergleichen nicht unterstützt, habe ich nicht damit gerechnet, dass das Support-Team mir da helfen kann. Aber wie sieht es mit E-Mail aus? Weil E-Mail-Clients ganz gerne mal an sowas zerbrechen. Also brechen Sie bei einem Emoji. Als ich versucht habe, Mail-Server probiert habe, ist mein Mail-Server daran kaputt gegangen. Denn die Validierung ist nach Unicode-Konvertierung, startet. Also es ist mittlerweile gefixt, aber der Patch ist noch frei. Aber wie sieht es mit dem lokalen Teil aus, nur den Local Part? Hängt vom Client ab. Also Thunderbird und Apple Mail verhalten sich da anders. Also unterschiedliche Ergebnisse, nichts allzu Spektakuläres oder sowas in der Art, nichts Interessantes hier. Nichts wirklich Interessantes. Also was habe ich jetzt gelernt während der Sache? Also Emoji-Domains sind ziemlich kaputt. Die Implementierung ist unterschiedlich von Browser zu Browser. Das heißt, es reicht definitiv nicht, wenn ihr es nur in einem Browser testet. Und
Das heißt, ihr seid, es kann also durchaus passieren, dass ihr eine Domain kauft, die nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Es macht aber trotzdem ziemlich viel Spaß, damit rumzuspielen. Ich möchte, also ich möchte noch alle Leute auffordern, eine Gewerkschaft beizutreten, auch wenn das nichts damit zu tun hat. Ich habe auch einen Blogpost im Ganzen geschrieben unter der wunderbaren Domain kackemoji nycode.bs. Das ist jetzt mein, was momentan mein reguläres Blog ist. Es tut mir leid, ich bin, glaube ich, ein bisschen schnell dadurch, aber damit haben wir noch mehr Zeit für Fragen und Antworten. I'm online. Ups. Ich bin online. Ups. Tut mir leid. Meine Maschine ist ein bisschen langsam. Ich habe mich vor einer halben Minute wieder laut gestellt. Vielen Dank für den wunderschönen Vortrag. Ich musste ein paar Mal lächeln, weil es ein sehr toller Vortrag ist und es mein Tag gemacht hat. Und wir haben eine Frage. Die Frage ist in Deutsch. Ich werde es in Englisch übersetzen. Warum ist DNSSEC so kompliziert für Emoji-Domains? Weil niemand das wirklich mag, außer die Firmen, die sie verkaufen. Das ist das, was ich bisher mit einer Erfahrung gemacht habe. Sie sind irgendwie so nicht erlaubt und nur ein paar Top-Level-Domains diesen Standard ignorieren und ihn trotzdem registrieren lassen. Und es ist einfach etwas, was dass viele Implementeure einfach nicht bedenken wollen. Und ich habe den DNSSEC noch überhaupt nicht probiert, aber es ist etwas, was einfach vergessen wird, weil es eigentlich nicht existieren sollte. Und das ist vielleicht ein bisschen harsch, aber erinnerst du dich an die Klingeltöne, bevor die Smartphones herauskamen? Ist das auch so ein wie diese Klingeltöne und es wird einfach in den nächsten paar Jahren vergehen, oder ist es sind Emoji-Domains hier, um zu bleiben, und es ist ernsthaft? Ich glaube, Emojis sind hier, um zu bleiben, aber bei Domains seit 2001 ist es so mehr oder weniger möglich, und seit 2011 ist es wirklich erlaubt, aber die meisten Domains, die sind nicht so beliebt. Viele lösen nicht mehr auf oder so irgendwelche Standardseiten oder so. Also Emoji-Domains sind aktuell nichts mehr als ein schönes Spielzeug, etwas Lustiges, um sie anzuschauen und ein bisschen rumzunerden. Aber Emojis an sich sind ein großer Teil unserer Kultur und ich glaube nicht, dass sie bald verloren weggehen. Die Skripte jetzt schon seit 10 Jahren und die nervigen Klingeltöne waren weniger beliebt. Oder kürzer beliebt. Noch eine Frage, die ich selber stellen wollte. Ich habe auch meinen eigenen E-Mail-Server. Und welche E-Mail-Server-Software hast du ausprobiert? Weißt du, wie andere das supporten? Welche Software benutzt du für deinen E-Mail-Server? Mein E-Mail-Server ist eine Mail-Cow basierend und es gibt eine Reihe von Docker-Containern, die einfach besser zusammen funktionieren, dass es einfacher macht, einen E-Mail-Server aufzusetzen. Und ich habe jetzt nicht wirklich andere Server ausprobiert, aber in Theorie sollte es eigentlich keine Probleme geben. Aber der Teil, der fehlgeschlagen ist, ist nicht wirklich der Mail-Server-Teil, sondern ein Parser. Und theoretisch mit einem anderen Domain
Mail-Server-Frontend sollte es funktionieren, wenn da nicht ähnliche Parser-Probleme existieren. Jemand hat gefragt, gibt es eine Liste von Top-Level-Domains, die das unterstützen? Ist die Wikipedia-Liste da richtig? Ja, es existiert eine Liste, aber sie ist nicht vollständig, zumindest nicht in der englischen Wikipedia. Es gibt eine Domain drin, die nicht mehr unterstützt. Und das ist ein politisches Ding, wo sie den Support entfernt haben. Und die Wikipedia-Liste ist nicht komplett und nicht richtig. Es gibt aber Registrare, die die Emoji-Domains spezifiziert sind. Und ich hätte zum Beispiel WS als eine von denen. Es gibt andere, wo ich nicht weiß, wie man da hinkommt, weil sie ungültigen Punycode sind. Das heißt, da muss man durch Google suchen und draufklicken. Gibt es einen Unterschied zwischen einem oder mehreren Punycode-Dingern in einem Third-Level-Domain oder einem Unterdomain? Das sind nur unterschiedliche Punycode, abhängig davon, wie viele Emojis man hat, aber eigentlich ist die Implementation davon, der technische Term ist wie ein ASCII to Unicode, der ein Algorithmus ist, mit dem man das umsetzt, der mehrere Emojis unterstützt. Es sollte problemlos funktionieren, wenn eins der beiden funktioniert. No, there are not. Gibt es Emoji First Level Domains? Nein, gibt es nicht. Es gibt Punycode First Level Domains, zum Beispiel bei Sprachen, die nicht dieselben Buchstaben benutzen wie das Englische. Also Punycode First Level Domains existieren, aber noch keine mit Emoji. Vielleicht irgendwann, aber ich glaube es irgendwie nicht ganz, weil die Leute, die das die das organisieren, die mögen die einfach nicht, von dem, was ich gesehen habe. Zumindest für die Alten, die mögen diese ganzen Diakriten, also L-Striche und Ö-Striche und aber auch die ganzen Zusätze, die Pullen benutzen. Ich nutze so eins und ich muss mit ganz vielen Organisationen kämpfen, die das nicht unterstützen. Können diakritische, also diese Zusatzzeichen Domains kaputt machen? Sie sollten nicht, weil sie der Grund sind, weshalb dieser Standard existiert. Es wurde von jemandem vorgeschlagen, der so ein Zeichen im Namen hatte, einfach seinen Namen haben wollte als Domain. Das ist der Grund, weshalb wir Punycode überhaupt haben. Aber und Emoji ist einfach nur so ein Seiteneffekt davon. In Theorie sollte es problemlos funktionieren, aber viele denken nicht drüber nach, wenn sie ihre eigenen Sachen implementieren. Das heißt, man kann sich nicht sicher sein, dass es überall gut funktioniert, aber es sollte. Irgendjemand hat hier geschrieben, der Windows benutzt, und der sagt, in Windows kommt dann das im Emoji, ist das die Liste, ist das... Gibt es irgendwie eine Methode, Unicode zu benutzen, um den Knopf mit dem Punktknopf zu drücken? Outlook scheint auch Punycode relativ gut zu unterstützen, aber immer noch keine Emojis, habe immer noch keine Emojis ausprobiert. Ich kann mich daran erinnern, dass es eine Geschichte gab, während des Bosnienkriegs, wo die, als der Krieg ausbrach, gab es 100.000 Bosnier, die die in die Schweiz geflohen sind, und einige davon wurden dann Bürger, aber die konnten ihre Namen nicht eintragen lassen, weil das
nicht die Zeichen erlaubte. Das war ein Ding, das vor ein paar Jahren existierte. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Oh, da ist einer. Gibt es einen eindeutigen Weg, Punycode über mehrere Plattformen zu erstellen? Also Mobilgeräte funktionieren einfach schlecht, wenn man Unicode-Nummern eingeben muss. Weiß ich nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber der einfachste Weg, den ich beim Testen immer ausprobiert habe, ist, es gibt einen Online-Konverter, der auf jeder Webseite funktioniert. Und mein System hat keinen Shortcut für Emojis. Das heißt, ich habe immer Emojis von Emojipedia in die da reinkopiert und habe es von dort aus benutzt, weil ich Emojis eigentlich gar nicht so viel benutze. Jo, wir sind am Ende unserer Zeit. Wir haben irgendwie noch eine Minute oder zwei, aber wir haben keine weiteren Fragen. Und vielen Dank.